Moin, meine Lieben, willkommen beim Deutschlandkurier. Zu Gast heute Carsten Hilse von der AfD im Bundestag. Grüß dich, mein lieber Carsten. Hallo, Olli, liebe Zuschauer. Carsten, du hast heute ein brisantes Thema mitgebracht. Wir leben ja schon seit längerem mehr oder weniger im Sozialismus. Und nun soll es ein neues Gesetz geben, das Enteignung möglich macht. Was ist denn da genau los? Ja, es ist so eine Novelle des sogenannten Energiesicherungsgesetzes. Und dort geht es darum, dass also zur Sicherung der Energiesicherheit in Deutschland bewegliche Güter quasi enteignet werden können durch die Bundesregierung, wenn sie das als notwendig empfindet. Die Begründung schreiben natürlich Sozialisten, das sind eben alles Kommunisten. Und als wir das Gesetz das erste Mal gelesen haben, da sind wir davon ausgegangen, dass es darum geht, vorrangig Brennstoffe, also Treibstoffe, was weiß ich, wenn sich zum Beispiel irgendjemanden Selbstversorger 10.000 Liter Öl da irgendwo hingestellt hat, dann könnte die Regierung, wenn sie das dann für notwendig empfindet, das enteignen, andere Treibstoffe, Kohle, Holz, wie auch immer. Und in seiner Rede, Herr Habeck, am 11.11. hat er das Gesetz das erste Mal vorgestellt im Plenum. Und dort sind wir hellhörig geworden und haben eben gehört, dass er hat es noch ein bisschen zurückhaltend formuliert mit womöglich, dass eben die Rohre von Nord Stream 2, die da übrig geblieben sind, also die Reserverohre, dass die quasi enteignet werden von Nord Stream 2, von der Nord Stream 2 AG. Und Herr Bengt Bergt heißt er, von der SPD, der hat das noch ein bisschen konkreter und ein bisschen drastischer ausgedrückt. Wie heißt der Mann? Also der heißt Bengt mit Vornamen und Bergt mit Nachnamen. Also, ich weiß nicht, was die Eltern sich dabei gedacht haben, aber gut, was soll. Bengt war ein Kartoffelsack ohne Rhythmus in der Hüfte. Seine Haare hingen bis zum Boden, wenn er morgens einmal kiffte. Und er hat das also sehr drastisch ausgedrückt und sehr deutlich. Er hat gesagt, mit der Änderung des Energiesicherungsgesetzes müssen wir, wie auch immer, in den Besitz dieser Rohre kommen. Und das ist schon mal also wirklich eine sehr klare Ansage, worum es hier in diesem Gesetz geht. Und deswegen wird es also sehr, sehr schnell durchgepeitscht. Es geht darum, dass die Reparatur dieser Pipeline verunmöglicht werden soll. Und da drängt sich natürlich der Verdacht auf. Viele normal denkende Menschen, denen ist klar, dass die Bundesregierung mindestens dort informiert wurde, dass diese Sprengung vorgenommen wird. Und jetzt geht es eben darum, zu verunmöglichen, dass jemals wieder russisches Gas nach Europa kommt, um letztendlich uns von Russland quasi abzutrennen. Das ist ja letztendlich das, worauf die Amerikaner sehr lange hingearbeitet haben, uns letztendlich von den Russen quasi abzutrennen durch alle möglichen Dinge. Und letztendlich, ich weiß nicht mehr, wer es war gewesen war, irgendein amerikanischen Think Tank, der hat gesagt, also die einzigen, die uns gefährlich werden können als Hegemon auf der Welt ist, oder das Einzige, was uns gefährlich werden kann, ist, wenn die Deutschen und, mit ihrer Technologie und die Russen mit ihren Rohstoffen quasi zusammenarbeiten. Das wäre das Einzige, was uns eben gefährlich werden kann. Und das muss natürlich verhindert werden. Irgendein NATO-Generalsekretär oder ein großer NATO-Politiker, der hatte, wenn ich richtig informiert bin, auch gesagt, dass die NATO dafür geschaffen wurde, Amerika drin, Russland draußen und Deutschland unten zu halten, wo auch immer dieses Zitat her ist, ich weiß es nicht.
Also hier werden Nägel mit Köpfen gemacht. Hier soll sozusagen das zementiert werden, dass eben wir keine Energierohstoffe mehr aus, zumindest kein Gas mehr aus Russland bekommen. Warum liest man in den Massenmedien nichts darüber? Naja, unter der Großen Koalition, also auch mit der CDU eben, hat man ja den Weg geebnet in den Sozialismus, in den Staatsdirigismus. Also die unternehmerische Freiheit wird immer weiter eingeschränkt mit absurden CO2-Einsparverordnungen, mit Zertifikatehandel für CO2, mit CO2-Steuer. Das heißt, ein Unternehmer, der früher, normalerweise macht das ein guter Unternehmer, immer, so energiesparend wie möglich zu produzieren, ging es jetzt nur noch darum, seine unternehmerische Freiheit einzuschränken, indem man auf Teufel komm raus und egal was es kostet und egal wie viel Energie es kostet, eben CO2 einzusparen, weil vermeintlich der Weltuntergang droht. Und ich hatte schon vor 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal, hatte ich schon im Bundestag gesagt, dass diese ganze Klimareligion, diese Ideologie letztendlich dazu dient, um sozialistische Verhältnisse wieder einzuführen. Und die Journalisten der Leitmedien haben sich einfach daran gewöhnt, dass wir diesen Weg jetzt beschreiten in Richtung Staatsdirigismus, ne? Also in Richtung Einschränkung der Meinungsfreiheit, das machen sie selber mit, Lenkung der Meinung und vor allen Dingen eben auch Enteignungen, so wie es in der DDR zwischen 49 und 76 passiert ist. Dort hat man immer wieder, und das sehen wir gerade, den ersten Schritt, haben wir schon die ganze Zeit gesehen, also die unternehmerische Freiheit einschränken, sodass sich das Geschäft immer weniger lohnt und teilweise bis in den Ruin getrieben und dann letztendlich übernommen. Uniper ist also ein typisches Beispiel dafür. Die hat man eben auch erst in den Ruin getrieben, um sie dann letztendlich von Staatshand zu übernehmen. Und das wird auch weiter passieren. Es wird also weiter passieren, dass also Firmen hinschmeißen und kurz bevor sie hinschmeißen, übernimmt sie vielleicht der Staat, wenn sie also wichtig erscheinen für den Staat. Also die Journalisten der Leitmedien sind es einfach gewöhnt. Wir gehen jetzt diesen Weg in Richtung Sozialismus und für die ist das einfach zur Normalität geworden. Wahrscheinlich auch bei vielen zu gewünschten Normalität. Ja, selbstverständlich. Also wenn man sich die Umfrage angeschaut hat, da gab es eine Umfrage, welcher Partei sie sozusagen anhängen. Journalisten in den Leitmedien, da waren 90% die Grünen. 90% die Grünen, sondern 90% links-grünes Spektrum. Ne? Ja. Also sehr wenige, die quasi ein liberal-konservatives Weltbild haben. Aber die meisten sind eben links-grün, haben schon einige gesagt, vor mir versifft. Und deswegen, deswegen sind sie eben so, wie sie sind. Deswegen bringen sie Argumente genau dafür, dass man das so machen sollte und so weiter. Also, wenn ich es richtig entsinne, war das eine Umfrage unter Volontären, was es ja aber besser macht, weil irgendjemand stellt diese Volontäre ja auch ein und das ganz bewusst. Wir kennen Fälle, wo bekennende Antifa-Anhänger vom NDR als Volontäre eingestellt wurden. Wir wissen, dass über Jahre der Gensink, auch ein bekennender Antifa-Anhänger, der Faktenprüfer der Tagesschau war. Also mehr muss man darüber auch nicht wissen. Aber Carsten, selbst wenn dieses Gesetz jetzt gar nicht Nord Stream 2 betreffen würde, würde ich es trotzdem für einen unfassbaren Skandal halten, weil da sind dann Menschen, die irgendwie sich vorbereitet haben auf einen Krisenfall und denen kann dann alles weggenommen werden. Wo kommen wir denn da hin? Ja, es ist ja so, wenn man, ich sag's mal so, wenn man unverschuldet in eine Krise gerät, ne, also irgendjemand löst jetzt einen Wirtschaftskrieg, ohne dass ich was dafür kann, einen Wirtschaftskrieg aus. Irgendjemand greift mich an. Dann ist es natürlich klar,
das, in dieser Situation ist es auch richtig, dass der Staat dann sozusagen um die Verteidigungsfähigkeit, um die öffentliche Ordnung und so weiter und so fort, dass er dann eben sagt, okay, das ist jetzt notwendig dafür. Ich kaufe dir das jetzt ab. Aber das Problem ist ja hier, dass wir uns ja in dieser Energiekrise, in dieser Wirtschaftskrise, in diesem Wirtschaftskrieg selber sozusagen hinein manövriert haben und selber diesen Wirtschaftskrieg wollten mit den Sanktionen, mit der Energiewende, mit der Nullzinspolitik der EZB und so weiter und so fort. Wir haben es also selber hier reinbegeben und jetzt sagt der Staat, ja, und jetzt mache ich den nächsten Schritt, das in Richtung Staatsdirigismus, in Richtung Staatssozialismus. Und jetzt nehme ich euch das auch noch weg. Jetzt will ich auch noch bestimmen, was, also erst hat er bestimmt, was ihr mit den Produktionsgütern macht, was ihr nicht machen dürft. Und jetzt geht es darum, die Produktionsgüter beziehungsweise die Güter letztendlich sich selber auch noch einzuheimsen. Also das ist ein ganz klarer Weg in Richtung Sozialismus. Ich habe Sozialismus erlebt. Ich bin im Sozialismus aufgewachsen. Ich hatte zwar eine behütete Kindheit, aber als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was hier passiert, also mit 14, 15, fängt man ja an, darüber sich Gedanken zu machen, habe ich sofort gesagt, verdammte Kommunisten, ich will das nie. Hatte natürlich zu dem Zeitpunkt als Jugendlicher nur die Möglichkeit, und in der DDR war es ja sehr rigoros, ist man ja gegen Protest vorgegangen, also so einen leichten Protest oder so einen ironischen Protest, also so in Richtung Kunst, Kultur zu machen. Und ich war aber einer, ich sage es immer wieder mal oder ich erwähne es gern mal, weil man mir immer wieder vorwirft, okay, du warst ja Volkspolizist zu DDR-Zeiten. Ich war einer von 140, also 140 Kollegen waren im Revier und da war ich einer von zwei von diesen 140, die nicht in der Partei waren. Also ich habe das System schon immer sehr skeptisch gesehen und als ich dann die Möglichkeit hatte, dagegen auch auf irgendeine Art und Weise vorzugehen, Leute aufzuklären, okay, hier stimmt was nicht, habe ich es auch gemacht. Carsten, letzte Frage. Gibt es noch eine Chance, durch die AfD zum Beispiel, dieses Gesetz noch aufzuhalten? Nein, also es gibt keine Chance, dieses Gesetz jetzt im Moment aufzuhalten. Die sind auch sehr schnell, die wissen, dass sie nicht viel Zeit haben dafür. Die haben auch abgelehnt, wir hatten gefordert eine öffentliche Anhörung, schon bevor eben uns klar war, worum es eigentlich geht, um die Röhren. Aber wir hatten vorher schon gefordert, dass es eine öffentliche Anhörung gibt. Allerdings haben wir, braucht man, um diese Anhörung dann wirklich auch durchzusetzen, diese öffentliche Anhörung, 25%. Die Koalition hat aus gutem Grund diese öffentliche Anhörung nicht gewollt, hat es also abgelehnt. Die CDU hat jetzt auch keine großen Anstalten gemacht, diese öffentliche Anhörung zu fordern. Allerdings könnte es durchaus sein, dass aufgrund der Aussagen von Herrn Habeck und von Herrn Bergt am Freitag letzte Woche die CDU sich vielleicht doch dazu durchringt, so eine öffentliche Anhörung zu fordern. Und dann kommt das erstmal alles auf den Tisch für die Öffentlichkeit. Und das ist ja wichtig. Aber dieses Gesetz werden die durchdrücken. Da gibt es keine Frage. Keine guten Aussichten. Mein lieber Carsten, ich danke dir fürs Gespräch. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal, genau.